kannst du mir wenigstens den Namen von einem dieser Nein, ich merke mir keine Adressen. Und das soll dich jetzt entlasten, als Alibi dienen, kein Zeuge, kein Alibi. Was soll ich denn damit anfangen, Adam? Noch einen Schluck Wasser? Nein. Eine Zigarette wäre jetzt nicht schlecht. Darf ich? Nein, das darfst du nicht. Und ich bin froh darüber. Weil früher bei solchen Begegnungen hier Kette geraucht wurde und dass man von lauter Qualm nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnte. Es sieht nicht gut aus, Adam. Es sieht nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus. Aber mal was ganz anderes, Adam. Du surfst doch manchmal im Internet, oder? Wie meinst du? Naja, du weißt schon, Chatrooms besuchen, Websites angucken. Was ist denn schon wieder meine Brille? Da liegt sie doch. Also jedenfalls haben wir das durch deinen Provider festgestellt. Meistens, wenn du online bist, benutzt du meistens ein Pseudonym. Hardcore Buddy. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hardcore Buddy. Ja, hat was. Mir geht es nie ein Ende! Adam, ein einfaches Ja oder Nein genügt. Ja! Aus diesem Protokoll hier kann ich ersehen, aus dieser Liste kann ich ersehen, dass Hardcore Buddy spezielle Pornoseiten aufgesucht hat. Und zwar werden dort junge Frauen in der Pose von Schulmädchen gezeigt. Ja, aber es sind Frauen! Keine Kinder! Verstehst du? Frauen! Keine Kinder! Was drängst du mich denn dauernd in diese Ecke? Gut! Ich hab mir dieses Zeugs mal angesehen. Na und? Was beweist es? Es beweist, dass ich einsam bin. Es beweist, dass ich zu Hause nicht das bekomme, was ein normaler Mann sich wünscht. Weil sich meine Frau verweigert. Weil sich meine Frau seit Jahren verweigert. Bin ich deshalb ein Vergewaltiger, ein Kindermörder? Adam, deine Frau hat Sie lügt! Egal, wenn sie den Mund abmacht. Sie lügt! Ich habe Peggy nicht angefasst. Ja, jetzt ist bei mir Ulrich Voss, der spielt in dem Stück den Rechtsanwalt Adam Berkeley, der des Mordes der beiden Mädchen verdächtigt wird. Erstmal, was ist das für ein Charakter, dieser Adam Berkeley, Herr Voss? Das ist ein Mann, der Erfolg hat. Er ist 64 Jahre alt und hat als Anwalt gut verdient. Und nach meiner Meinung hat er auch immer noch eine Klientel, die ihn gut versorgt mit Geld. Und er hat nun dieses Mädchen gefunden, dieses tote Mädchen gefunden, was er kennt. Er kennt dieses Mädchen, er mag dieses Mädchen, er hat dieses Mädchen oft fotografiert. Und jetzt plötzlich stößt er auf diese Leiche und meldet das dann der Polizei, dass er eine Leiche gefunden hat. Jetzt kommt es dazu, dass er am nächsten Tag hingestellt wird. Und da kommt er mit einer Sicherheit, er hat sich ja eigentlich nichts vorzuwerfen, kommt er an und durch seinen, vielleicht könnte man sagen, Studienfreund, wird er immer mehr in etwas hineingezogen, gegen das er sich auch wehrt. Zunächst einmal noch
Mit Sicherheit, aber allmählich wird es doch ungemütlich für ihn, weil er auch nicht weg kann mehr, weil er festgesetzt ist sozusagen. Und das ist schon sehr unangenehm für ihn. Adam, warum der Hund die Leiche nicht gefunden hat? Weil er nicht bei dir war. Der Hund war irgendwo anders, aber er war nicht bei dir, Adam. Schauen Sie sich das an! Ich habe das gesehen! Er verstrickt sich ja im Laufe des Stücks immer mehr in Widersprüche, ja, macht Aussagen, die dann widerlegt werden oder die er selber dann zurücknimmt. Ja. Der scheinbare Bösewicht zu sein, ist also offensichtlich die größere Herausforderung. Ja, ich denke ja, weil der mehrere Seiten hat. Der hat ja erstmal die ehrliche Seite und dann hat er die andere Seite, wo er lügt und betrügt und wo er dem anderen schaden will, zu seinem Vorteil. Herr Voss, wie lange sind Sie hier schon Ensemblemitglied? Ja, in dem Sinne gibt es kein Ensemble, weil das würde ja bedeuten, dass alle fest engagiert sind. Aber man kann es so nennen. Und ich glaube, dass die Direktion das auch so nennt. Ich bin 2005 bin ich zum ersten Mal angesprochen worden für Zeugin der Anklage. Das ist nach diesem Film mit Marlene Dietrich und Charles Laughton. Und da spiele ich diesen Strafverteidiger, den Laughton da grandios spielt. Das ist auch eine wunderschöne Rolle. Ja, und dann spiele ich noch in einer Inszenierung von mir selber ein Stück von Friedrich Dürrenmatt, Abendstunde im Spätherbst. Sind Sie Krimi-Fan? Ich war. Jetzt habe ich so viel noch anderes zu tun. Ja. Sie sind ja auch im Fernsehen bekannt, als Synchronsprecher auch. Ja, habe ich auch gemacht. Unter anderem haben Sie im Fernsehen mal den Helmut Kohl gespielt. Ja, genau, aus Liebe zu Deutschland. Eigentlich habe ich ihn zweimal gespielt. Einmal ist er nicht ganz so aufgefallen, da war das so, das waren zwei Teile, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, des Titels. Ja, und dann dieses Liebe zu Deutschland, ja. Zu dem Zeitpunkt war er auch noch nicht krank. Und ich war auch noch ein bisschen voller, das war 2003. Und ich muss sagen, durch seine Bonhomie, die er hat, hat er das ja auch alles immer ganz, ganz geschickt eingefädelt. Und ich habe das gern gespielt, muss ich sagen. Und ich habe ein ganz merkwürdiges Erlebnis gehabt, wenn ich das nochmal schnell erzählen darf. Wir fuhren mit einem Auto in einen Innenhof. Ich hatte ja einen Fahrer, Eddie, so heißt er, hieß er auch in Wirklichkeit. Und Weil da irgendwie zu einer Veranstaltung wollten. Und dann mussten wir den Hof aber verlassen und nun machten wir die Probe. Ich stieg aus dem Auto aus und sagte was zu dem Eddie und ging dann los, so wie mir das. Und plötzlich gingen Leute mit. Rechts und links und hinter mir und was weiß ich. Das waren die Bodyguards, das ahnte ich aber nicht. Wissen Sie, und da habe ich so, es war ein ziemlich langer Weg, da habe ich gedacht, aha, da muss man auch erstmal mit Leben lernen. Mhm. Ja, so. Sammelt man Erfahrungen, ja, als Schauspieler? Ja, 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 ja. Ich meine vor allen Dingen auch als Politiker. Ja, ja. Als Mensch muss man das lernen, dass da immer jemand ist, der aufpasst. Ne? Ja, aber jetzt nochmal hier zum gerne. Verhör. Ja. Was war jetzt an diesem Stück für Sie oder ist ja immer noch so die größte Herausforderung? Auch der Text? Oder was würden Sie sagen? Tja, ich bin mir immer noch nicht ganz klar darüber, wann und warum der Mann alles aufgibt, also den Widerstand aufgibt. Darüber bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Ich versuche das zu machen durch diese Tablette da. Und ich versuche das auch zu machen, dass der vielleicht Herzschmerzen oder sowas hat. Wissen Sie? Ich bin mir nicht ganz klar. Ich habe den Anzug im Keller versteckt. Hemd und Schuhe, alles. Ich wollte morgen mit Sachen. Allein stört dein Gewissen. Ich gebe dir jetzt, hör zu, ich gebe dir jetzt eine allerletzte Chance. Ich will von dir ein Geständnis. Ja. Hörst du? Ich will ein gottverdammtes Geständnis. Ich will ein gottverdammtes Geständnis. Und zwar jetzt. Jetzt. Ja. Auf der Stelle.
Ja, ich habe offenbar... Ja, du hast offenbar zu oft gelogen, Adam. Ich verspreche es dir. Ab jetzt. Keine Lügen mehr. Ich verspreche es dir. Ich werde nicht mehr lügen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Ich bin so kaputt. Ich frage dich. Ich frage dich jetzt zum letzten Mal, Adam. Hast du Susan Dolby getötet? Nachdem du sie sexuell missbraucht hast. Ja. Und Laura Donovan. Ja. Beide vergewaltigt und ermordet. Ja. Endlich ist das raus, Adam. Ja. Endlich ist das raus. Ab jetzt tut es. Ab jetzt tut es. Leichter für dich. Dann würde ich jetzt einfach erstmal sagen, vielen Dank, Herr Voss. Nicht zu lange Musik. Hat mich sehr gefreut. Schnitt.